Herzlich willkommen wieder auf meinem YouTube-Kanal. Wie man heute erkennen kann, geht es um das Thema Action Cam. Und ich habe hier die DJI Action 2. Die ist schon ein bisschen älter. Ich habe die 2 Jahre im Einsatz. Habe aber bis jetzt noch nichts gefunden, was mich so überzeugen konnte. Und es soll jetzt so ein Langzeitbericht werden. Und ich möchte auf die Thematik eingehen mit der Temperatur, dass viele sagen, dass sie zu heiß werden. Was aber generell ein Problem von jeder Actioncam ist, und zwar ab 60 Bilder die Sekunde, laufen die Teile natürlich nur eine begrenzte Zeit, weil es gibt eine so eine Vorgabe, dass eine maximale Temperatur nicht überschritten werden darf. Und darum ist da was eingebaut, dass sie sich ausschalten. Wenn man in den USA oder im Ausland ist, hat man das nicht. Da hat man die Möglichkeit, im Menü einen Punkt einzuschalten, dass er mit einer höheren Temperatur betrieben werden darf. Leider geht es in der EU nicht. Jetzt gehe ich mal kurz darauf ein, auf das Zubehör, was ich da alles so dabei habe. Und zwar ursprünglich habe ich die Kamera so bekommen. Was mich fasziniert hat, ist die Größe. Ist also relativ klein, wiegt irgendwie, glaube ich, um die 60, 70 Gramm. Und das Ding kann man wirklich auf den Kopf setzen, ohne dass es irgendwie stört. Und man hat hier einen eingebauten Speicher, was viele auch bemängelt haben. Finde ich jetzt nicht weiter tragisch, weil hier im externen Gehäuse kann man hier eine Speicherkarte reinmachen und kann die bis zu 256 GB aufrüsten. Der interne Speicher, den kann man beliebig auf die Karte übertragen oder man kann gleich im Setup einstellen, dass direkt auf die Karte gespeichert wird. Ich benutze das Setup jetzt so, wenn ich also länger filme, größere Sachen in der Werkstatt etc., arbeite ich immer so, dass er direkt geladen wird. Wenn ich unterwegs bin auf dem Fahrrad oder in den Bergen etc. nehme ich das Modul so in die Hand. Oder was ich auch habe, was ziemlich gut ist, das ist hier so ein Kopfband. Also sehr wertige Sache. Ist nicht ganz billig, aber sehr wertig. Auch sehr komfortabel zu tragen. Und da wird die Kamera so reingeklipst und habt das so oben auf dem Kopf. Und da könnt ihr also auch optimal mit filmen. Gut. Ich habe am Anfang, hatte ich bei der Kamera das auch mitbekommen mit der Temperatur. Später ist dann sowas nachgeliefert worden. Und zwar durch einen Anruf bei DJI haben sie mir das geschickt. Und zwar, das ist dieser Magnetic Protective Case. Und zwar, das tut angeblich die Temperatur etwas ableiten und dadurch kann man länger mit filmen. Ich mache dann später einen direkten Vergleich. Ich habe nämlich auch verschiedene Gehäuse. Und zwar habe ich auch zwei Kameras, wie man hier sieht. Und ich lasse sie mal parallel laufen. Und ich mache heute diesen Vergleich mit 120 Bilder pro Sekunde und du die dauerhaft laufen lassen, dann gucken wir uns mal an, ab welcher Temperatur die aussteigen oder die Meldung bringen. So, man kann sich vorstellen, dass im Laufe von 2 Jahren, wo ich jetzt im Einsatz habe, ein bisschen was an Zubehör dazugekommen ist. Und ich möchte euch das jetzt mal vorstellen, was ich besonders gut finde und warum ich mir das geholt habe und kurz erklären. Jetzt gehen wir erstmal auf die Originalhalterungen mit von DJI, die dabei sind. Und zwar, was ihr dabei habt, ist dieses Teil hier. Das kann man hier abschrauben. Und kann das wunderbar dann hier ein Stativ festschrauben. Gut ist hier, der hat so einen eingebauten Kugelkopf, der relativ schwer geht. Und da kann man die Kamera, ich mache es mal drauf, dass man es besser sieht, kann man die Kamera schön einstellen und die bleibt auch an der Position. Ich habe so ein Teil jetzt seit 2 Jahren im Auto hängen an der Scheibe und es hält bombenfest. Das kann man also auf beliebigen Oberflächen dann befestigen. Ich schraube es wieder mal hin. So, und wenn man das hier abnimmt, ist das so eine, das ist jetzt noch ein original neues. Ich mache mal das Teil runter und da ist so eine Oberfläche, also so klipprig, weich und es haftet auf glatten Oberflächen wie Glas, Stahl etc. Gut. Was ist noch dabei? Dann ist noch dabei dieser Fuß hier. Ich mache das mal raus. Und zwar, der ist speziell für GoPro-Halterungen. Kennt bestimmt jeder von euch. Und da kommt es so drauf. Und da kann man es auf eine GoPro-Halterung machen und dann ist es auch adaptiert. So, das sind jetzt die Original-Halterungen, die von DJI dabei sind. So, natürlich habe ich mir selber welche dazu gekauft. Die erste, das ist diese hier von Smallrig. Die hat mir ganz gut gefallen, weil die hat praktisch beides. Die hat hier den GoPro-Halter und gleichzeitig kann man hier auch ein Stativ anschließen und
das befestigen. Nachteil ist hier, wenn ich zum Beispiel nur mit diesem Kopfteil arbeite, dann wird nur der interne Akku hier genommen. Da habe ich natürlich nach einer Lösung gesucht und komischerweise bietet DJI das nicht an, aber ich bin fündig geworden. Und zwar bei der Firma Olanzi. Das ist dieses Teil hier. Das ist der OA13. Und zwar, der hat den Vorteil, wenn ihr hier die Kamera drauf macht, habt ihr hier die Möglichkeit, ein USB-C-Kabel anzuschließen und die Kamera dauerhaft zu bestromen. Hat einen riesen Vorteil. Wenn man das Teil zum Beispiel auf dem Fahrrad hat, möchte man natürlich, dass es möglichst klein ist oder auf dem Roller oder auf dem Motorrad. Dann kann man mit dem internen Bordnetz das versorgen und hat theoretisch für den ganzen Tag, wenn die Speicherkarte reicht oder ab und zu, wenn man die Daten überspielt, den Spielraum und hat eine kleine Kamera dabei, die wirklich nicht viel Platz wegnimmt. Jetzt habe ich euch ja gesagt, dieses Magnetic Protective Case ist ein gewisser Schutz, ist also so leicht hat Plastik und Gummierung an den Ecken. Und da kann man die Kamera reinmachen. Ich zeige mal, wie das aussieht. Wird so reingedrückt hier. Hat man es hier so drin. Und das Kameramodul kommt da oben so rein. So, jetzt hat man einen gewissen Schutz. Ah, das war falsch rum. Passiert mir immer wieder so rum. So, jetzt hat man hier einen gewissen Schutz. Setzt es so oben drauf. Und hat hier diese Kombo. Was hier der Nachteil ist, man braucht natürlich immer praktisch einen Fuß, wo man es anschließen kann, dass man es irgendwo adaptieren kann. Und das hat mir jetzt nicht so gefallen. Jetzt habe ich einige Zeit lang rumgemacht und habe ein Gehäuse entdeckt, was mir eigentlich relativ gut gefallen hat, war aber sehr teuer. Und es hat angeblich auch den Vorteil, dadurch, dass es aus Metall ist, hat man eine gewisse Ableitung von der Wärme. Das möchte ich euch mal vorstellen. Das ist dieses hier. Das ist wieder von Olanzi. Und zwar diese verschiedenen Teile. Und zwar, man hat die Möglichkeit, ich nehme mal die Kamera, im unteren Teil macht man das so rein. Dann kommt dieser Deckel da oben drauf und wird so verriegelt, links und rechts. Andersrum. Dass er bündig sitzt mit den Nasen. So. Na. Da. Jetzt habe ich es. Dann wird das so reingedrückt, dass es straff sitzt, wird hier verriegelt. Jetzt hat man den Vorteil hier, man kann hier ein Stativ anschließen. Also man könnte es jetzt hier so reindrehen. Und man hat auch noch die Möglichkeit, und zwar jetzt bei dem nicht, aber beim großen gleich, zeige ich gleich, dass man zum Beispiel so eine Videoleuchte mit anschließt. Ich mache es mal ins große Gehäuse rein. Wenn praktisch das Batterieteil mit dabei sitzt, ich muss nur gucken, dass ich die, die sitzen immer recht straff, die Dinger, runterkriege. So, jetzt mache ich das wieder raus. Jetzt machen wir die Kamera aufeinander. So. Jetzt muss ich gucken, so rum, kommt das rein und das ist die Seite, so. So, jetzt kann man das so zumachen und jetzt hat man den entscheidenden Vorteil, also man kann es hier festschrauben mit dem Stativ, man kommt dann alle Schnittstellen noch ran. Und man kann hier zusätzlich hier über diesen Kohlschuh noch Zubehör adaptieren, wie zum Beispiel ein Mikrofon oder in dem Fall hier diese Lampe, die eigentlich auch ziemlich cool ist. Ich zeige es mal, dass man mal sieht. Die hat auch die Möglichkeit, man kann hier die Helligkeit bestimmen, hier an der Seite. Kann man also mit Plus und Minus, kann man also in Prozenten Helligkeit machen und hier auch noch die Farbtemperatur kann man frei wählen. Ne? Und das ist immer ganz gut, wenn man Nahaufnahmen macht. Oder für Produktaufnahmen etc. Da reicht diese Lichtleistung voll und ganz aus. So, da ist ein Akku drin, kann man aufladen, ganz normal mit USB-C. Wiegt nicht viel und passt in jede Tasche mit rein. Gut, dieses Gehäuse, mit dem bin ich eigentlich sehr zufrieden. Einziger Nachteil, was ich wirklich sagen muss, und zwar, da sind solche Gummis dabei. Und die sitzen so drin. Ich zeige mal die, ob ich, da habe ich noch Ersatz dabei. Müsste ich, glaube ich, noch in meiner Tasche haben. Genau.
die sehen so aus. Das sind solche Gummis, die werden so eingesetzt. Die haben nur einen Nachteil, und zwar, wenn er das Gehäuse auseinanderbaut, fallen die einfach raus und die sind schneller weg, wie er schaut. Aber das kann man ganz einfach lösen. Und zwar, ich habe die mit Sekundenkleber reingeklebt. Ich habe es erst mit Parex versucht, aber Parex hat nicht gehalten, aber Sekundenkleber hält bombenfest. Und jetzt fallen die Dinger nichts mehr raus, kann man also drücken, da kommt nichts mehr raus. Also es ist eine Möglichkeit, damit man die nicht verliert, weil ich weiß nicht, ob man die so einzeln so schnell wieder bekommen würde. Und das sind hier im Gehäuse sind praktisch drei Stück. Also einmal hier im Deckel, dann hier an der Seite einer und da oben einer. Und funktionieren aber einwandfrei jetzt. So, dann machen wir mal weiter mit dem Zubehör. Das war also dieses Gehäuse hier. Stellen wir auf Seite. Teile legen wir weg. Was ich dann noch habe, ist ein ziemlich cooler Halter von iShox. Den habe ich schon relativ lange im Einsatz. Der hat die Möglichkeit da oben über diesen GoPro-Halter. Hat er noch einen Kugelkopf mit drauf. Kann man also hier öffnen, dann kann man das frei bewegen, verriegeln. Und man hat hier die Möglichkeit, den an jeder Rundung anzubringen. Ist ziemlich interessant beim Motorrad, beim Fahrrad, teilweise auch beim Auto oder auch in der Werkstatt bei gewissen Situationen. Also hat sich echt bewährt. Den möchte ich nicht mehr missen. Also ein hervorragender Halter, praktisch für die Actioncam. So, was gibt es da noch? Auch ein Teil, was ich nicht mehr missen möchte. Das ist von Neuer. Dieser Halter hier, den kann man also so und so verstellen, hat die Möglichkeit auf ein Stativ festschrauben, kann man beliebig einstellen vom Winkel etc. Und da kann man wunderbar die ganzen Halterungen drauf machen. Ich zeige es nochmal. Und zwar, ich habe die Möglichkeit, ich muss nur gucken, entweder schraube ich es direkt hier fest oder ich schraube es hier fest. Also eine große Scheibe drin, wo man es mit festschrauben kann. Jetzt hat man die Möglichkeit, da ist die Actioncam drauf. Und dieses Teil kann man halt super im Auto positionieren, kann man im Winkel etc. einstellen. Hat mir in vielen Situationen schon sehr geholfen. Am Rande noch, weil da habe ich noch ein Teil, das möchte ich nur kurz vorstellen. Spielt aber jetzt weniger eine Rolle. Und zwar, das ist dieser Halter. Von Ulanzi, speziell fürs iPhone. Ich zeige mal, wie der funktioniert. Hat den Vorteil, einmal ist er komplett aus Metall, was ich ziemlich cool finde. Und weil das Ding hält auch was aus, dann kann man praktisch sein Telefon, also hier kann man das öffnen. Dann mache ich das mal so rein. Jetzt kann man das hier festdrehen. Dann hält es schon mal bombenfest und dann hat man noch die Möglichkeit, und zwar hier drüber, das muss ich lösen. Jetzt kann man hier das auch drehen. Also ist das iPhone einmal im Quermod, wenn ich 16:9 filmen will oder wenn ich zum Beispiel jetzt für Instagram etc. eine 1:1 Story machen will, ist es so praktisch. Und ist auch ein sehr guter Halter, also komplett aus Aluminium. Sehr gute Mechanik und sehr hochwertig verarbeitet. So, was gibt es noch, was wichtig ist beim Filmen? Also was ich noch ziemlich gut finde, ist für die Actioncam. Und zwar, wenn der Ton nicht hundertprozentig sein muss, habe ich hier ein relativ einfaches Mikrofon von Ulanzi. Das sieht so aus. Wird so angeschlossen. Man muss da nichts installieren und hat zwei Sender dabei. Man muss es nur einschalten und zwar hat USB-C. Auch die Sender haben USB-C und dann kann man direkt aufnehmen. Und macht eigentlich für den Preis, das hat um die 30 Euro gekostet, also einen wirklich guten Job. Natürlich ist es, wenn es um höherwertige Aufnahmen geht, nämlich von Rode, das Wireless To Go zu 2, das ist jetzt gerade im Einsatz, das hört ihr auch gerade. Und da sind zwei Sender dabei und ein Empfänger. Allerdings ist es, wie gesagt, immer mit den Kabeln etc. ein wesentlich höherer Aufwand. Und das Ding könnt ihr einfach anschließen. Auch am iPhone funktioniert einwandfrei. Hat beide Anschlüsse und geht einwandfrei für so einfache Sachen. So,
Was habe ich noch? Dann habe ich noch hier neu. Das ist ein Stativ von Ulanzi. Und zwar, ich wollte eins, wo ich an der Seite eine Möglichkeit habe, ein Mikrofon anzuschließen. Mit dem bin ich noch nicht ganz so warm geworden, weil ich bin eigentlich ich stehe auf Metall. Und das Ding ist halt komplett aus Plastik. Und ich bin mir nicht sicher, wie lange das hält. Der Vorteil hier ist, man kann es ausziehen. Was ich also öfters brauche, wenn ich zum Beispiel bodennah arbeite, wenn ich so drehe, ist es ganz gut. Und ich muss jetzt mal schauen, in nächster Zeit, wie sich das Teil bewährt. Das ist das Ulanzi MT16. Und da kann man auch vorne drauf direkt den Halter schrauben. Oder die Kamera hier, ich zeige es mal. Und da ist ein Kugelkopf mit dran. So, dann hat man hier die Kamera hängen. Dann hat man hier einen Kugelkopf und den kann man jetzt auch frei bewegen, wie man will, etc. Allerdings, wie gesagt, das ist halt eher so einfacher Kugelkopf. Also nicht normalerweise die Kugelköpfe, die ich so benutze. Das ist eher so ein einfaches Teil. Aber mal schauen. Vielleicht ist es besser, wie ich denke. Aber im Herzen bin ich halt so ein Aluminium-Freak. Ne? Alles gefräst und gut verarbeitet. Und natürlich gerne ein bisschen mehr dafür zahlen. So, nun habe ich euch das ganze Zubehör vorgestellt. Ich räume alles auf Seite. Und im nächsten Step werde ich euch mal erklären, warum ich die so mag und was man da alles einstellen kann an dieser kleinen Kamera. So, das erste, was ich euch zeige. Also ihr habt ja schon gesehen, man kann das Gehäuse einfach abnehmen. Und ich lasse es jetzt mal angeschlossen und schalte mal die Kamera kurz ein. Die Bedienung ist relativ einfach gemacht. Und zwar zeigt er wieder die Schutzhülle an. Wenn man so runterschiebt, kommt man in die Menüs. Hier sind zum Beispiel Speichermenü. Der hat jetzt eine 120 GB Karte drin und intern 22,3 GB. Wechseln kann man einfach hin und her. Jetzt würde er nur auf intern aufnehmen. Und man kann es später dann auf die Karte überspielen und hier würde jetzt direkt auf die Karte aufnehmen. Was ich für eine ziemlich coole Funktion finde, ist, wenn man da reingeht, und zwar die Snapshot-Funktion. Wenn man das hier anklickt, dann hat man die Möglichkeit, dass er zum Beispiel beim Einschalten direkt aufnimmt, einen Quick-Clip oder Hyperlapse macht. Ist natürlich wichtig, dass man vorher praktisch das Format einstellt. Ich zeige das mal hier, wenn ich wieder zurückgehe. Und zwar, wenn ich hochschiebe, sieht man hier, ich mache jetzt den Test mit der Temperatur mit 4K, 16 zu 9, 120 Bilder pro Sekunde. So, und ich schalte dann praktisch beide Kameras gleichzeitig an. Und dann sieht man parallel, wie die laufen und welche länger läuft. Also mit diesem DJI Magnetgehäuse oder mit dem von Ulanzi mit dem Metallgehäuse. Ob das einen thermischen Vorteil bringt, ich bin selber gespannt, ich weiß es nicht. Ich probiere es zum ersten Mal aus. So, ich stelle jetzt beide Kameras so ein. So, dann mache ich die aus. Dann machen wir die auch an. Fahren wir die hoch. Die ist schon eingestellt. So, und jetzt gehen wir auch daher und sagen, dass Snapshot an ist und aufnehmen. So, ich habe meinen Versuchsaufbau gemacht. Ich mache jetzt mal die Temperaturmessung an. Mache die eine Kamera, 18,19. Dann oben das Kameramodul. Da habe ich es, 20. Jetzt auf die andere, auch 19. Und oben auch 19,8. Und ich werde dann, wenn der Versuch rum ist, werde ich mal die Temperatur messen und bin schon ganz gespannt, wie heiß die Dinger geworden sind. So, ich mache jetzt als erstes die iPhone-Kamera an. Ich logge das natürlich, dass der Fokus sich nicht ändert und schalte sie an. So, jetzt mache ich beide Kameras gleichzeitig an. Und die laufen jetzt mit 120 Bilder pro Sekunde, müssten beide gleich anfangen. So. Akkus hatte ich gleich geladen, waren also jetzt einige Zeit dran gehangen
Und jetzt läuft der Test ab und ich bin gespannt, wie das Ergebnis ist. Wie lange die laufen und welche Temperaturen sie erreichen. Und theoretisch, wenn man dem Internet glaubt, müsste ja dieses Gehäuse mit Aluminium praktisch die Kamera länger laufen, weil es nicht zu warm wird, weil die Wärme besser abgeleitet wird. So, die Monitore schalten sich jetzt ab, die Kameras laufen aber nach wie vor weiter. Ich bin schon ganz gespannt. So, gut. Es sind jetzt gleich 5 Minuten um und ich mache jetzt mal die erste Temperaturmessung, damit man sieht, ob die Temperatur hochgegangen ist. Das sind bei 21,3 Grad. Und bei einem anderen 21,6. Jetzt mache ich mal die Kamera. Ja, man sieht den Punkt nicht so jetzt. Da oben haben wir schon 31 Grad beim Kameramodul. Und hier 29,6 Grad. So, und nach wie vor laufen die Kameras. Und die Temperatur ist ja noch nicht so hoch. Jetzt schauen wir mal. Ich melde mich dann mal bei 10 Minuten wieder. Dann bin ich schon ganz gespannt. So, gleich sind 10 Minuten um. Ich schalte mein Gerät wieder an und messe als erstes die linke Kamera. Das Zusatzmodul 21 Grad. Die rechte Kamera 23,2 Grad, ist eigentlich wärmer. Jetzt die Kamera selber, die ist jetzt bei 42, jetzt bin ich runtergekommen, die ist bei 42 gewesen und die bei 39. Ich muss immer gucken, dass man das so sieht. Nochmal hier, hier den Punkt, so jetzt. Also 42 Grad die linke und die rechte bei 39,4 Grad. Also anscheinend bringt es Metallgehäuse schon was, weil es sind immerhin so 2,5 Grad Unterschied. Jetzt warten wir mal ab. Also eigentlich kommen wir jetzt langsam in den Bereich, wo sie jetzt gleich eine Warnung bringen müssten und müssten dann abschalten. Warten wir es mal ab, welche zuerst ausgeht. Die linke mit dem Originalgehäuse von DJI oder die rechte mit dem Metallgehäuse von Ulanzi. Bin schon ganz gespannt. Ich mache natürlich im Anschluss dann auch durch die Kameras beide abkühlen lassen und ich mache dann auch nochmal einen Test praktisch ohne Gehäuse, wenn sie blank dort stehen, wie lange sie dann laufen. Und der Test hier ist mit 120 Bilder pro Sekunde. Also müsst ihr ordentlich die Kameras an ihr Limit kriegen oder bekommen. Sind jetzt gleich bei 13 Minuten. Ich messe mal wieder. Also einmal linke Kamera ist das Zusatzmodul bei 29 Grad. Ich gehe hoch. Und das Kameramodul bei 46,45. Bin nicht richtig drauf jetzt. Ne? Nochmal. Jetzt. Bei 42, 43 Grad. So, jetzt machen wir es mit der anderen Kamera. Das Gehäuse ist bei 35,4 unten und die Kamera bei 39,9. Also das Alugehäuse ist etwas kühler. Theoretisch müsste es sich später abschalten. Ich bin gespannt. Wir haben mittlerweile 13 Minuten und 45 Sekunden. Eine Meldung nach 16 Minuten. So, jetzt sind sie beide ausgegangen, komischerweise. Jetzt messe ich noch mal nach. Also das ist bei 49,2 das linke und das andere ist bei 44,5. Verstehe ich zwar nicht, warum das ausgegangen ist. Es ist nicht zu warm. Jetzt schauen wir mal unten. Die
Zusatzmodule, links ist bei 29 Grad und rechts ist bei 36 Grad. Also komischerweise ist dieses Modul kühler, das wärmer, das ist ja heißer und das ist hier kälter. So, und ausgegangen sind die Dinger, ich stoppe jetzt mal, bei 16 Minuten und 54 Sekunden. So, mal gucken, wie die wirklich aussehen. So, ich drehe sie mal um, dann messen wir das mal. Haben wir einmal hier. So, haben wir unten 36. Das sieht man nicht in der Kamera, ich mache es mal so. Mal kurz jetzt, so. Dann müssen wir ein bisschen anders da machen. Ich tue mal das auf Seite. So, haben wir jetzt hier unten 35,6 und oben die Kamera hat 43,3, wo es sich abgeschalten hat. Ich drehe es mal um, die Rückseite 35 Grad und 43 Grad. So, jetzt nehmen wir das Original hier. Unten haben wir 32 Grad und oben 52 Grad. Also kurioserweise haben sie sich beide gleichzeitig abgeschalten, obwohl das kühler ist. Und hinten haben wir 34, 48. So, anfassen kann man beides noch, ohne Probleme. Ist also nicht so, dass man jetzt sagen müsste, man verbrennt sich die Hände. Also da wäre noch einiges gegangen, wenn das in der EU zugelassen wäre. So, ich tue jetzt beide abkühlen lassen, lade sie komplett neu und dann kommt der Test komplett ohne Gehäuse. So, willkommen zurück. Und die Kameras haben sich beide abgekühlt. Ich mache jetzt beide Kameras parallel. Lass die beide laufen, weil es könnte ja sein, dass die eine gegenüber der anderen ein bisschen anders reagiert von der Temperatur. Das interessiert mich auch mal selber, ob der eine besser ist oder schlechter. Und ich messe jetzt erstmal die Temperatur. Und zwar fangen wir mit der linken Seite an. Wir haben wieder unten das Zusatzmodul. Dann haben wir die Kamera oben. So, dann gehen wir auf die rechte Seite. Ja, auch fast. Und oben das Kameramodul. Also man sieht eindeutig, dass die praktisch kalt sind. Jetzt stelle ich mir die Kamera wieder auf, die iPhone-Kamera, und dann schalten wir das Ganze wieder an. Gut, und los geht es mit dem Messversuch, zweite Runde. Also zweimal die DJI Action 2 ohne Gehäuse mit 120 Bilder pro Sekunde im Dauereinsatz. Hier filme ich mit dem iPhone mit. Ich starte jetzt hier und drücke jetzt wieder beide Kameras, dass sie starten. So, die müssten jetzt beide automatisch loslegen, was sie auch machen. Mit 4K 120 Bilder und Rocksteady eingeschaltet. So, man sieht hier, es läuft los und ich bin schon ganz gespannt, ob die Kameras jetzt ohne Gehäuse, ob die sich hier ausschalten. Warten wir es ab. So, ich warte kurz, bis der Bildschirm ausgeht. Und dann schalte ich die Hauptkamera ab und werde dann später jetzt nach 5 Minuten wieder einschalten und mal schauen, wie die Temperatur gestiegen ist. So, gleich sind 5 Minuten rum und ich messe jetzt mal. Warten wir noch eine Sekunde. Ich hoffe, man sieht es auch ganz gut. Ich messe erst das erste Gehäuse, sind wir bei 25 Grad unten. Und oben bei 31, beim zweiten muss ich so, dass man es in der Kamera sieht. Mal von der Seite. Da sind wir bei 24 und oben bei 31 rum, 32. Gut, sieht eigentlich ganz gut aus. Warten wir mal ab, wie es weiterläuft.
mache jetzt gleich wieder aus und bei 10 Minuten mache ich wieder an, dann schauen wir es uns an, wie die Temperatur angestiegen ist. So, mir reichen gleich die 10 Minuten. Jetzt messe ich wieder mal. Ich mache mein Gerät an. Also erst die hintere, das Kameramodul unten hat 28 Grad und oben 39, 37. Dann kommt die zweite. Also das Zusatzmodul hat 31 Grad und die Kamera 33 Grad. Sieht also noch alles ganz gut aus. Ich lasse mal die Kamera weiterlaufen, weil ich denke, oh, jetzt hat sich die erste abgeschalten nach 10 Minuten. Und die zweite läuft noch. Schauen wir mal, die sich abgeschalten hat. Die hat unten 34, 35 und oben 39 Grad. Also knapp unter der 40 hat sich abgeschalten. Die zweite läuft weiter. Hier schauen wir aus, wie die aussieht. Unten haben wir da 30 und oben 36 Grad. Also die eine wird anscheinend schneller warm wie die andere. Jetzt kommt die zweite auch. Sie hat knapp 45 Sekunden länger durchgehalten. Also das Ergebnis ist jetzt, ohne Gehäuse schalten die eine nach 10 Minuten ab, die andere nach 10 Minuten und 45 Sekunden. Also man sieht sehr wohl, dass dieses Gehäuse von DJI etwas bringt und auch dies von Ulanzi und dass man damit die Aufnahmedauer verlängern kann. Ja, das war's jetzt. Mein Test. Wie gesagt, ich werde die zwei Kameras noch lange behandeln, weil ich mache das immer nur so. Ich tue ja nur einzelne Sequenzen mitdrehen. Also ich habe diesen Sachverhalt, den ich jetzt hier getestet habe, dass es irgendwo steht und ewig dreht, habe ich eigentlich gar nicht. Dafür habe ich meine großen Kameras. Und die Action-Cams, die sind eigentlich immer in der Werkstatt, wenn Staub, Dreck, Schmutz da ist, wo mir die großen Kameras einfach zu schade sind. Und dann benutze ich die und eigentlich nur für so kleine Sequenzen oder halt mit diesen 120 Bildern, weil dieser Modus ziemlich cool ist und auch gut aussieht. Ja, das war also jetzt, wie gesagt, mein Test. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder irgendwas wissen wollt, einfach unten in die Kommentare schreiben. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.